das, ich meine, das denkt man sich auch nicht aus, was wir da nein, natürlich machen. Nicht. Das nein. sind ja quasi Studien, Publikationen, auf die wir uns beziehen, die wir durchgelesen haben und wo wir den Inhalt letztendlich dann für die Praxis dann rausziehen und uns mehr oder weniger manchmal dieselbe Richtlinie dann geben müssen. Ja. Und schon ein Unterschied, wenn halt die Atom-2-Studie draußen ist, dann hat man noch ein anderes Wissen und dann kommt die Lab-Study raus und dann denkt man, uiuiui. Ist schon ein bisschen, genau, ist schon ein bisschen modifiziert. Sagen wir mal das so. Ist schon ein bisschen genau, modifiziert, genau. Da muss man aber auch direkt dann quasi das Schiff so ein bisschen anders machen. Ich möchte die Experten eigentlich mal fragen. Aha. War damals, als man Glaukom-Medikation eingeführt hat, die Evidenz auch so stark, wie wir heute über die Kurzsichtigkeit sprechen? Ich bin noch relativ jung, also. Das Ende des 19. Jahrhunderts. Danke. Nein, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, aber also, schon auch, lange, ne? Ich glaube, die Evidenz damals war deutlich schwächer und es war jedem klar, dass man etwas unternehmen muss. In der Zwischenzeit wissen wir, bei wie vielen Leuten es dann effektiv ungefähr tatsächlich einen Nutzen hat, wie viele Leute unnötig und sagen wir, halt präventiv getropft wurden und die hätten wahrscheinlich nie Glaukom bekommen. Anyway, das ist nicht die Diskussion heute, aber die Evidenz für mich bei Glaukom ist deutlich schwächer, als wir es bei der Myopie haben. Und deswegen denke ich, wir sollten uns nicht so zurückhalten mit den Statements auch. Also ich würde die Myopie jetzt mal und das Glaukom wirklich voneinander trennen. Auch, jetzt auch wenn es eine Überlappung gibt. Mag ja sein, ja. ist ja auch. Nee, aber bei Glaukom gibt es natürlich Evidenz. Basisbasierte Untersuchungen auf unterschiedlicher Phasen der Studien, der Medikamentenstudien und die unterschiedlichen Evidenzlevel, diese müssen schon erreicht werden, bevor so ein Medikament überhaupt zugelassen wird. Klar, dass man gegen das Glaukom was machen kann, wäre jetzt Glaukom, ist ja gar nicht das Thema, aber da gibt es natürlich auch unterschiedliche Arbeitshypothesen bzw. wissenschaftliche Erkenntnisse, wie so ein Glaukom stattfindet auf der zellulären Ebene. Aber gut, das spielt jetzt gar keine Rolle, aber ganz grundsätzlich meine ich, dass wir unsere Evidenzlevel auf jeden Fall pflegen müssen. Ja, wir können es uns in der Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, nicht leisten, aus trivialen Erwägungen heraus zu sagen, wir müssen das jetzt pushen. Wir müssen schon dahinter stehen und sagen, das müssen wir beobachten und wir müssen uns auch danach richten, wenn die Ergebnisse plötzlich anders laufen. Ja, wenn jetzt plötzlich rauskommt, dass die Keratitis-Häufigkeit exorbitant zunimmt und dass wir verlustige Augen haben, dann muss man das diskutieren, auch offen und breit und so weiter. Also dann muss man eventuell auch die Zulassung entsprechend bedenken. Wer kann sowas noch machen? Kann das der weltweiten Wiesenmensch da in Pose-Muckelhausen machen oder wie auch immer? Ne? Darf ich nochmal was fragen? Ja. Also ich habe Sie ja namentlich genannt bei meinem Vortrag vor 2 Wochen bei den Augenmädchen hier in Leipzig. Ja. Also ich habe nur Ihren Passus im Ärzteblatt war beschrieben, dass Sie ja, es gibt ja eine Möglichkeit der otokeratologischen Kontaktlinsen, die Myopie zu stoppen oder die Myopieprophylaxe. Das war so ein Zitat von Ihnen. Ich habe das aufgegriffen und die Augenärzte haben auch nochmal zu mir gesagt, man sollte sich, also mit der BVA, Sie haben ja die Möglichkeit, ich als kleiner Optometrist hier in Leipzig, ja natürlich. Überschätzen. Sehr, ich schätze Sie sehr, ich freue mich da sehr. Sie sehen vieles in Ihnen so. Und ich würde mir einfach mal wünschen, das Heil- und Hilfsmittelgesetz, dass man zum Beispiel sagt, genetische Disposition, Prädisposition bei pathologischer Myopie, wo man wirklich weiß, beide Eltern sind kurzsichtig. Das Kind, der Multiplikator ist ja schon da, dass man dann einfach mal das aufgreifen kann. Ich meine, das ist ein langer Weg. Ich bin ja schon froh, dass die jetzt wieder seit 2017 einen Anteil bezahlen. Aber ich glaube, das ist ein Weg. Und wenn man auch, die Eltern sind ja immer so, wenn die hören, ach ja, die Krankenkassen, die Ärzte befürworten das, dann brauche ich eigentlich gar nicht mehr zu erklären. Also ich denke, das wäre vielleicht auch mal... Jo, ich sortiere das jetzt mal für mich, damit ich das auch weitergeben kann. Also erstmal, der BVA ist nicht das Heil- und Hilfsmittelgesetz. Das weiß ich auch. Und macht es auch nicht. Wenn das Heil- und Hilfsmittelgesetz geändert wird oder diskutiert wird, auch im Rahmen von Hilfsmitteln wie Kontaktlinsen, dann bin ich natürlich schon mal auch gefragt. Ösis, die haben das Glück, dass sie das irgendwie durch, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, sie haben es gut gemacht und es ist auch, sagen wir mal so, immer wichtig, das zu erwähnen. Unser System schafft das nicht, mit Sicherheit. Und irgendwie muss ich sagen, so schlimm ist es auch nicht, dann muss ich mich mit der ganzen Bürokratie da nicht auch noch mit rumschlagen. Ja?
das, was gut ist, können wir vermitteln, das können wir auch besprechen mit den Patienten. Aber das jetzt noch zu unterfüttern mit Krankenkassenverständnis, Leute, das verstehen ja sogar einige aus unserem Kreise nicht, was Otokeratomyopiekontrolle, wie soll es denn ein Krankenkassen-Heini verstehen? Ja, der weiß auch noch nicht, naja gut, ich sage jetzt nichts mehr. Ja, Otokeratologie mit 2T. Ja. Sie sind nicht von der Krankenkasse, ne? Der Mann von der Krankenkasse oder die Frau von der Krankenkasse sagt einfach, wir bezahlen alles. Ja, ich weiß. Also gehen Sie zu Ihrem Augenarzt, wir bezahlen alles. Dann sage ich immer, prima, dann lassen Sie sich das mal schriftlich geben. Ja, genau. Die Realität. Lassen Sie sich das schriftlich geben und dann bringen Sie mir das vorbei und dann sehen wir weiter. Kommt ja nie jemand, weil Sie es alle nicht schriftlich bekommen. Ja. So, dann ist das Thema durch. Das habe ich schon vor 10 oder 15 Jahren gelernt, diese Phrase Rückhand passieren. Also mein Kenntnisstand ist von Österreich nicht erst ab minus 6, sondern eine Progression muss jährlich von 0,75 da sein. Ja, irgendwie muss eine Progression mit drin sein. Genau, eine Progression von 0,75 muss da sein. Was momentan noch keiner weiß, wenn wir dann, sagen wir, Orthopäden machen und es stoppt, zahlen Sie es dann im nächsten Jahr nochmal beim Tausch, ja, weil dann haben wir keine Progression mehr. Ja. Also das haben Sie korrigiert, das war am Anfang. Ach, das ist schon okay. Jetzt nicht. Ich gehe schon bis 18. Genau. Ja, okay. Das ist 0,75 aber, Bundesland auf Unterschied, genau, aber was bezahlt wird. Was mir einfach hilft, wenn ich meine Vorträge halte oder Eltern informiere, dann sage ich einfach, Österreich ist mal wieder weiter wie wir und die österreichischen Krankenkassen tun bei einer Progression das Bezahlen und in Deutschland nicht. Und dann ist es schon ein ganz wichtiges Argument, dass man sagt, okay, da wird es ja bezahlt, die haben erkannt, dass es wichtig ist, rechtzeitig was zu machen, ja, nicht ein Kind erst auf 8 oder 10 hochschießen zu lassen und später dann höhere Kosten zu tragen, ja. Und das finde ich ein ganz wichtiges Argument, ja, dass ich sage, okay, bei uns zahlen halt die Kassen nicht, aber andere Länder sind soweit, die haben die Gefahr erkannt. Und das finde ich ein Argument. Aber 0,75. Aber wir haben es ja in Deutschland sogar das Problem, dass es noch nicht mal die privaten Versicherer bezahlen. Doch. Ja, haben Sie? Also schon oft. Ja, also ich habe einige, wo sie sagen, Orthokeratologie wird nicht bezahlt. Da muss man sagen, wenn es noch nicht mal die privaten Versicherer hinkriegen, wie soll denn dann die Kasse es hinkriegen? Ich sehe da so gewisses aber da geht's ja adverse Reaktion gegenüber Kassen. Was sagt die gegen? Aber an den politischen Gründen muss man doch eigentlich was dagegen tun. Nein. Also man muss jetzt nicht sich einsetzen, nicht, dass das System sich noch weiter verkompliziert. Nein. Unbedingt also nicht. Also mal eine andere Frage, das ist jetzt eine Unwissenheit von mir. Wie kommt das Heilhilfsmittelgesetz zustande? Also ich habe immer gedacht, die holen sich jetzt wie Fachberatung vom BVA und wie kommt das zustande? Also der BVA wird am seltensten Fällen gefragt. Ja, wer ist denn dafür verantwortlich? Meistens der Zentralverband der Augenoptiker, der Witz. Und einige Hochschuldozenten. Robert hat was Schönes gesagt. Du hast gesagt, das ist ein Argument, dass in Österreich das bezahlt wird. Nein, das ist eine Taktik. Das ist kein Argument. Das ist eine Taktik. Das heißt, wenn die Eltern erfahren, dass anderswo das schon gemacht wird, was sie noch nicht haben, dann sind die Macht. Die schlussendlich die Behörden, auch uns Fachleute, egal welche, am Schluss überzeugen. Wenn die nämlich kommen in deinen Laden, in deine Praxis und sagen, ich habe gehört, da gibt es was, das für mein Kind gut sein könnte. Ist das was? Sollten wir das machen? Dann kommt die Macht von der Straße. Die kommt nicht. Bei uns auch in der Schweiz ist es nicht besser als Deutschland. Also es sind viele unendliche Diskussionen. Und es ist nicht der Beamte oder die Beamtin, die schlussendlich entscheidet, das ist gut oder nicht. Das ist die Straße, die das entschieden hat. Also es ist eine gute Taktik, das zu verwenden. Das machen wir auch. Heute können wir das bereits. Die Leute sind dafür da. Es wurde genügend informiert. Wir haben Broschüren, die gut sind. Wir haben Internet. Wir können die Leute ansprechen. Und alles andere, ob und wie viel, unter welchen Bedingungen die Krankenkasse irgendwann mal zahlt, ich bin froh, wenn ich dann pensioniert bin, wenn wir uns diese Frage stellen. Die möchte ich gar nicht erst beantworten.